Ich bin der Felix Kreuß, bin 22 Jahre alt und ich komme aus Eckenfelden und bin Vize-Weltmeister im Speedcarving aus dem Jahr 2017 und deutscher Speedcarving-Meister im Jahr 2015. Das Schönste am Arbeiten mit Holz ist, dass das einfach ein lebendiger Werkstoff ist. Kein Block ist gleich wie der andere, jeder ist unterschiedlich von der Maserung, von der Struktur her. So ein schöner, warmer Werkstoff, nachwachsender Rohstoff. Das ist einfach wunderbar mit Holz zum Arbeiten. Das Speedcarving kann man sich so vorstellen, im Vergleich, wenn man die Arbeit zu Hause macht, so wie man normal mit dem Auto in die Arbeit fährt, das ist so das normale Schnitzen, und Speedcarving, das ist so die Formel 1 des Kettensägenschnitzen. Da hat man sehr kurze Zeitspanne zur Verfügung und muss doch relativ große Sachen schnitzen. Und das auf kürzester Zeit. Also der Sport ist eigentlich schon ein bisschen gefährlich. Man kann das Risiko eindämmen, wenn man einfach die persönliche Schutzausrüstung anlegt, Schnittschutz, Hose, Stiefel und ein bisschen mit Vorsicht ans Werk geht, dann passiert eigentlich nichts. Naja, so schlecht hat er sich gar nicht geschlagen, aber so gut jetzt auch nicht. So mittelmäßig für einen Anfänger. Mir persönlich hat es sehr gut in einer Dinnerparty gefallen, würde jederzeit wiederkommen.